Einen wunderschönen guten Abend, Servus und grüß euch hier beim nächsten Spiel. Ich habe hier was Neues ausgepackt, immer ausgesucht in PC Building Simulator. Und den werden wir jetzt einmal spielen. Ich habe mal ganz kurz die Steuerung schon angeschaut. Wir machen ein neues Spiel. Und schauen mal, wie es geht. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Willkommen bei PC Building Simulator. Setz dich zunächst auf an deinem PC direkt hinter der Tür und öffne deine E-Mail-Anwendung auf dem Desktop. Du hast Post. Das machen wir. Oh, cool. Hey, das ist ja cool. Ich habe gar nicht gewusst, dass der das kann. Das ist ja cool. Der macht gleich mal ein cooles Hintergrundbild. So, E-Mail holen wir. Vielen Dank, dass du das PC-Geschäft für mich übernimmst. Entschuldige bitte, dass ich nicht den Zustand ist. Ein paar Hinweise. Das Unternehmen läuft nicht allzu gut und es gibt kein Geld auf der hohen Kante. Optimal, wir haben $15 minus. Miete und Strom werden monatlich berechnet. Achte darauf, dass du beides bezahlen kannst. Ich hatte noch nie noch einen letzten Auftrag, der beim Aufbringen der Miete helfen sollte. Siehe Mail unten. Vergiss beim Prozesseinbau nicht die Wärmeleitpaste, das habe ich ständig verschlampt und es kam zu Erhitzungen. Ich denke mal, jetzt bist du startbereit, jetzt ist es dein Geschäft und du kannst nach Belieben schalten und walten. Hoffentlich hast du mehr Erfolg als ich. Dein dich liebender Onkel Tim. PS, ich musste mir $15 für Sprit borgen. Du weißt, wie es ist. Okay, jetzt verwerfen wir, das ist gut. So, einmal Wirm beseitigen. Ja, das bringen wir, glaube ich, hin. Gut, zum PC. Oh, da ist er schon, schau. So, den nehmen wir mit und gehen einmal auf unseren Arbeitsplatz damit. So. Wir sollen den nur noch Viren durchschauen. Also, das heißt, Viren scannen. Einmal die Tasten anstecken. Ah, die Kabel anstecken. Das ist da. Und da. Einmal USB. Ah, ne, Grafikkarte, sorry. Hat nur so ausgesehen. Und dann zweimal USB. USB-Stick, damit du den Virenscanner installieren kannst. Drücke 1 oder betätige Installieren Startfläche, um den in dein Inventar zu wechseln und den Stick auszuwählen. Stick wird im entsprechenden USB-Steckplatz auf der Rückseite des Computers eingesteckt. Gut, wir gehen auf Installieren. Haben hier einen USB-Stick. Den stecken wir hier an. Passt. Jetzt machen wir das Ding mal an. So, willkommen beim Omega OS, dem ganz besonderen Betriebssystem. Klicke auf Programme hinzufügen und entfernen, um den Virenscanner zu installieren. Und vergiss nicht, den PC neu zu starten, nachdem die Installation abgeschlossen ist. Das bringen wir hin. Habe ich nicht auch schon öfters gemacht. So, wo haben wir den Virenscanner? Da ist der Virenscanner. Den installieren wir. Schaut irgendwie aus wie Linux. Ja, jetzt neu starten. Passt. So, starten wir ihn schnell neu. Ich glaube, das wird mit der Zeit dann richtig interessant. Da ist er ja schon, der Virenscanner. Kritischen Bereich scannen. So, lassen wir den Scan laufen. Ui, 332 infizierte Dateien, das ist nix. Dann machen wir es sauber. Du hast alle Viren beseitigt und der PC kann an den Kunden zurückgegeben werden. Nimm den PC bei Rechtsklick mit der Maus auf und stell ihn im Flur ab. Das bringen wir hin. Verlassen. Also dran sollten wir auch wieder ausschalten. So. So. Würde ja gerne. Ah. Weg damit. Passt. So. Vom PC, den nehmen wir und raus auf den Flur. Dann holt den irgendwer hoffentlich hoch. So. Jetzt musst du nur noch deinen Lohn in deiner E-Mail und betätige die Schaltfläche kassieren. Ja, das machen wir gern, das ist eine coole Geschichte. Das schaffen wir heute noch mehr.
kassieren. Sehr schön. Wir haben schon was gekriegt. Deinen ersten Auftrag hast du abgeschlossen. Gut gemacht. Komm morgen wieder und sieh nach. Weitere Aufträge auf dich warten. Gut. Jo, aktuell ist nichts mehr da. Verlassen. Oder können wir den schon wieder annehmen? Nein. Den haben wir ja schon gemacht. So. Das heißt, wir gehen schlafen. Das geht, glaube ich, doch. Hier kannst du einen Tag beenden und zum nächsten vorrücken. Derzeit hast du keine offenen Aufträge, aber in der Regel lohnt es sich nachzuschauen, ob du Teile bestellt hast, die du morgen brauchst, bevor du nach Hause gehst. Gut. So. Tag beenden. Zur Arbeit. So, wir sind wieder da. Wunderschönen guten Morgen. Neuer Tag, neues Glück. Wir schauen, was uns heute erwartet. So viele Aufträge. So, den haben wir eh schon gemacht. Der ist schon erledigt. Können Sie mal einen Blick auf meinen PC werfen, der läuft nicht mehr so gut wie damals, als ich ihn gekauft habe. Wahrscheinlich habe ich ihn auch nicht genug gepflegt. Sieht ein bisschen verstaubt aus. Verstaubt, schön. Können Sie ihm vielleicht eine generelle Überholung verpassen? Falls ja, würde ich ihn heute Abend vorbeibringen, damit Sie morgen früh ins Werk gehen können. Wir beseitigen Staubreinigung. Gut, das bringen wir hin. Annehmen. Am nächsten Tag ein. Deshalb machst du jetzt Feierabend, indem du an der Werkstatt außer den aktuellen Tag beendest. Ja, ist klar. Der ist auf dem Weg. Da bauen wir die Grafikkarte auch noch um. Jo. GTX 79 ist zwar schon ein bisschen was alt, aber ist wurscht. Kriegt er auch. Das machen wir nicht morgen, das machen wir einen Tag später. So. Gut, das passt. Ich brauche mehr Platz für die Sicherung meiner Daten. Können Sie mir eine... Ja, das bringt auch. Das bringen wir auf den morgigen Tag auch noch zusammen. So, dann machen wir jetzt wieder Schluss. Gehen wir nochmal schlafen und dann haben wir morgen 3 PCs zum Bearbeiten. Das wird Arbeit. So. Tag beenden. Und wir sind schon wieder da. Wir beginnen mal mit dem Upgrade. Das geht normal relativ zügig und ruckzuck. Da eine neue Festplatte rein, das geht ja schnell. So. Arbeiten an diesem PC, entfernen das Gehäuseteil. Rup, schup, schup, schup. Schraube ab, Schraube ab. Nummer 3 und die Nummer 4. So. Jetzt müssen wir gucken. Ach ja, wir haben nichts bestellt. Ui. Das haben wir jetzt vergessen. Das ist nicht gut. Ne, PSU-Verkleidung brauchen wir nicht. Ich brauche eine Festplatte und habe aber keine. Schauen wir mal. Festplatten will der. Mhm. Jo, ist egal. Das heißt, wir installieren hier. PC-Teile. Seitenwand, ja. Ich Depp habe nämlich vergessen, dass ich das ja bestellen auch muss, das Zeug. Ist egal, bleibt da halt einen Tag länger bei uns. Der ist noch nicht fertig, den Scan können wir machen. Der hier braucht eine Grafikkarte und das war's. Das heißt, wir brauchen zwei Sachen. Wir müssen einkaufen gehen. Wir brauchen zum einen eine Festplatte. Festplatte Mortoni 500 hat er bestellt. In den Warenkorb und dann brauchen wir eine Grafikkarte, eine GTX 79 hat er bestellt. Wenn wir eine kriegen, schauen wir mal. So, was genau will der für eine jetzt? Gucken wir noch mal schnell ins Mailprogramm. Da. 79 Gamer. Das ist die hier. So. Warenkorb. Ja, weiter.
Zack, zack. Lieferung am nächsten Tag. Das ist egal. Ja, jetzt kommt. Passt. Das ist bestellt. Das passt. Gut, so. Dann machen wir jetzt noch den Virenscan. Den können wir dann rausschicken noch heute. Der geht schnell. Ja, kennen wir ja schon alles. Kabel. Dann fahren wir den PC hoch. Den Virenscanner brauchen wir. Ja, jetzt neu starten, das passt. So, und wir lassen den Virenscanner laufen. So. 539 kaputte Dateien, das passt. Die sind gesäubert, ausschalten, weg damit. So. Schwupp. Schwuppdiwupp, 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 schwuppdiwupp. Zup. Zup. Boom. Falsch. Schwuppdiwupp. Abstellen. So. Oh, der wollte eine Staubreinigung auch haben, stimmt. Hallo? Jo, servus, herzlich willkommen hier bei mir in der Aufnahme. Ich gehe mal kurz in einen anderen Channel, ich brauche hier ein bisschen Urlaub bei der Aufnahme, sorry. So, jetzt ist mir da gerade in die Aufnahme geplatzt, ist egal, ist nicht so schlimm. So, Staubreinigung soll man den ja auch, stimmt. Das habe ich vergessen. So. So, ich weiß, wir haben hier eine Pressluft. So. Ordentlich verdreckt. Ja, jetzt ist er sauber, das gefällt mir. Ja, jetzt ist der Ganze wieder sauber, jetzt passt es wieder. So. Installieren. Die PC-Teile, Seitenwand. Schupp, 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 schupp. So, raus und aufnehmen und raus damit. Jetzt aber haben wir es gleich. Den kassieren wir und den Rest kommt überzogen. Okay, passt. Perfekt. Teile ein bisschen. Jo, perfekt. Ist auch schön. Gut. Die geht auch weg. Die anderen zwei sind noch da. Da kommen die Daten morgen. Und ich würde auch sagen, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich sag bei euch mal, danke fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat's gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Menü. Ciao, Mirau.